Moin und willkommen zu Against the Storm. Ich werde mit euch hier mal ein neues Spiel starten, beziehungsweise ich habe ein neues Profil erstellt. Ich habe vor... A vile cycle of destruction, ravaging everything in its path. The only safe haven is the smoldering city, where the mysterious scorched queen reigns. You are one of her viceroys, a pioneer sent into the wilds, tasked with establishing new settlements and acquiring valuable resources for the crown. Your goal is to help rebuild the smoldering city and secure the future of the Queen's subjects. Sehr gut, da sind wir wieder. Also was ich sagen wollte, ist, ich habe das vor, ich kann gar nicht mehr sagen, wann ich das letzte Mal gespielt habe, aber wahrscheinlich als das Spiel rauskam. Da habe ich schon mal angespielt. Aber eben nicht weitergemacht. Und ich habe sozusagen mit einem neuen Profil den Spielstand einmal zurückgesetzt. Das heißt, wir starten hier einmal komplett neu. Und das seht ihr auch, das ist im Grunde hier gerade wie ein Tutorial. So heißt, wir müssen das hier stärken, das ist die Reputation. Und wir müssen verhindern, dass die Ungeduld der Königin am Ende angelangt. Okay, wir wählen einmal das Holzfällerlager. Okay, das Feuer hier in der Mitte darf niemals ausgehen. Da feuern wir halt Holz rein, vor allem aktuell. So, jetzt können wir hier unten bauen und wir bauen einmal das Holzfällerlager. Ich kann mal gucken, okay, mit R kann man drehen. Ist eigentlich ziemlich egal. Wir wollen auf jeden Fall auch eben eine Lichtung öffnen. Aktuell sind wir eben auf diesen kleinen Bereich hier beschränkt. Und wir können die Bäume natürlich fällen, um den Bereich zu vergrößern. Und sollten wir quasi an so eine Lichtung stoßen, wird die eben auch komplett für uns verfügbar. Es könnte aber auch sein, dass sich da etwas Böses befindet, wie hier zum Beispiel. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Genau, starten wir mal hier drüben auf der Seite. Wir bauen erstmal das Ding. Und dann setzen wir dort Arbeiter rein. Und man sieht es hier in dem Symbol. Die Biber, wir haben hier drei verschiedene Rassen, die aktuell für uns arbeiten. Und die Biber sind halt besonders gut in der Holzverarbeitung. Gut, hier oben haben wir Aufträge. Wir sollen zwei Holzfällerlager bauen. Und 10 Holz produzieren. So, wir hier oben, da bestimmen wir einfach mal, dass dahin das Holz abgebaut wird. Und dann bauen wir tatsächlich nochmal ein zweites Holzfällerlager. Das bauen wir mal hier unten. Wir können das Spiel noch beschleunigen. Machen wir einmal ganz kurz. Da sind auch noch Leute reinsitzen. Da sitzen wir mal die Menschen rein. Und dann könnten wir eigentlich auch schon mal angeben, hier freigemacht werden soll und natürlich da kein Aufteil gemacht werden. Zu viele Bäume markiert.
aussieht, genau, haben wir die Mission erfüllt. Dann liefern wir mal eben ab. Und haben jetzt hier unten eine Reputation bekommen. Gleichzeitig auch eine neue, ein neues Missionsziel. Zwei Lichtungen entdecken und 5 Biber müssen Holzfäller werden. Dann ändern wir das mal ab. Über 6 zur Verfügung. Gerade eben waren es noch nicht genug. So, dann können wir hier. Okay. Später wird es da mehrere Sachen zur Auswahl geben. Aktuell ist es halt vorgegeben, was man bekommt. Jetzt bauen wir nochmal eben Häuser. Aber das 3 können, glaube ich. Genau, 3 Bewohner können da rein. Wir haben 12. Da nochmal 2 hin. Was wir auch machen können. Wir können Wege platzieren. Wege sorgen dafür, dass sich die Leute schneller bewegen können. So, jetzt baue ich aber natürlich auch zu viel. Ne? Den Rest lassen wir aber. Das gucken wir uns sicher an, das werden wir gleich merken. Wahrscheinlich gehe ich ein bisschen zu verschwenderisch meinen Platz um. Da oben gab es eine Lichtung. Da haben wir Wurzeln entdeckt. Einige Gebäude, wie zum Beispiel Holzfäller, die kann man auch verschieben. Die haben, das kann man hier auch erkennen, die haben eben Räder dran. Und wenn es im Grunde ja auch nichts mehr gibt in der Nähe, was sie quasi verarbeiten können, dann kann man das eben verschieben. So, und jetzt wird hier die nächste Lichtung geöffnet. Gucken wir mal, was es da gibt. Wir bräuchten auf jeden Fall mal irgendwas, was uns hier die ganzen Sachen einsammeln lässt. Was haben wir denn hier? Wir haben Lehm, wir haben Moos, Brokkoli, wir haben Wurzeln, wir haben Flachs. Und noch mehr Flachs. Okay, bedeutet, wir haben die Mission erfüllt und holen uns 3 neue Menschen und Fleisch. Bedeutet aber auch 3 neue Menschen, dass wir ein neues Gebäude brauchen. So, was sollen wir uns auswählen? Wir sollen den Nahrungsmittelsammler natürlich, ne? Der Getreide, Wurzeln und Gemüse sammeln kann. Das ist auch einer mit Rädern.
dahin. Was haben wir denn da noch gefunden? Ah ja. So, und dann müssten wir jetzt auch langsam mal den Weg zu einer größeren Lichtung freimachen können. Will ich mal die hier unten wählen. Und hier brauchen wir Leute. Wer kann das besonders gut? Die Menschen. Aber Getreide, wie es aussieht. Egal, lassen wir die Menschen sammeln. Die sind gut in Landwirtschaft und in Braun, Holzbearbeitung und Technik. Und die sind in Fleischproduktion und Wärme gut. Wärme ist hier, deswegen ist da scheinbar auch so eine Echse drin. Problem ist, jede Spezies, die man hat, die haben auch unterschiedliche Bedürfnisse. Ich weiß gar nicht, warum man die jetzt hier noch gar nicht sieht. Muss man das irgendwie aufklappen? Ne? Kommt dann wahrscheinlich noch. Neuankömmlinge. Jo, möchten wir ein Biber und einen Menschen oder eine Echse und einen Menschen? Das ist die Frage, was wir von dem Rest auch noch haben wollen, ne? Wir nehmen das. Das auch gleichzeitig die Mission hier erfüllt. Was war das überhaupt? Ach, das war ein Vorteil. Immer zwei Gemüse. Okay. So, wir müssen ein Steinmetzlager bauen und Lehm abbauen. Das wäre dann wohl da. Das heißt, oh Wunder, wir können uns das Steinmetzlager freischalten. Und das setzen wir mal genau da rein. Und wir haben wieder zwei Obdachlose. Das müssen wir einmal kurz ändern. So. Dann haben wir auch Menschen. Das sind eigentlich nur weibliche Menschen. Keine Ahnung. So, dann arbeitet mal fleißig. Auf, bitte. Das Ding verschieben wir mal weiter nach oben. Hier rein. Und dann machen wir da auch auf. Da können wir nicht mehr. Ist keine mehr Reichweite. Können wir da? Ja. Hört eigentlich nicht da rein, also noch nicht. Also die Mission wird mich wahrscheinlich irgendwann auffordern, was dann ja auch okay ist. Aber noch nicht. So, ein Erntelager. Das soll Schilf scheinbar aufnehmen. Ja, oder Pflanzenfasern, ja. Position würde dann natürlich beide nehmen können. Aber hat das Ding Räder? Ja, ne? Ja. Ist auch egal. Dann können wir erstmal hier oben anfangen.
Und wir bauen schon mal noch ein Haus. Wer weiß, ich weiß gar nicht, gibt es da auch wieder neue? Nee. Logistik. Ist noch irrelevant, aber je weiter man natürlich braucht zu einem Gebäude hin, desto länger dauert das alles insgesamt auch. Ist logisch. Okay, unten ist gut auf. Eine neue Lichtung. So, das ist eine positive Lichtung. Da gibt es im Grunde nur einfach dieses Gebäude hier. Da kann man jetzt entscheiden, entweder man reißt es ab. Kommt dann, soweit ich weiß, das, was hier unten ist. Oder man baut das Ding wieder auf. Das kostet dann entsprechend hier oben 10 Holz. Und 2 Teile, weil wir keinerlei Teile haben. Nicht alles täuscht. Doch, wir haben 6 Teile. Dann würde ich sagen, mach doch mal. Was haben wir hier gefunden? Hier nochmal Lehm und nochmal Lachs. Das Ding ist auch fertig. So, jetzt brauchen wir Bretter, Ziegel und Stoff. Ja, dafür brauchen wir die Werkbank. Sieht man, ne? Also die Verbindungen, die da angegeben sind, die Pfeile, wie weit sind die jeweiligen Gebäude entfernt, beziehungsweise die Rohstoffe. Jetzt das Ding jetzt einfach mal dahin. So, was haben wir hier gefunden? Kleinen Lagerplatz. Wir nehmen die Leute auf. Das wäre ein Mensch und ein Biber. Oder wir schicken sie weg. Wir kriegen dafür Bernstein. Wir nehmen sie auf. Wähle einen Grundstein, okay. Tja. Schilf, 20 Lehm für jede entdeckte Lichtung. Ist das nur für dieses Spiel oder ist das auch für folgende? Rohstoffe sind natürlich immer cool. Das Ding ist wieder aufgebaut. Da würde ich Menschen reinschicken, die wieder verfügbar sind. Und hier. Ja. Ich priorisiere mal nichts. Arbeiten die dann direkt los, ja, ne?
Okay, das ist fertig. Das heißt, jetzt muss ich den Menschen zur Verfügung haben. Und dürfen die hier sammeln. Okay, wenn das nur für dieses Spiel ist, ist das mit der Lichtung natürlich blöd, ne? Es gibt nur noch zwei in der Mitte. Bewegen wir mal weiter hoch. Dann würde ja schon dieses Ding drei in der Mitte. Und dann würde diese Lichtung kommen. Das Ding scheint zu produzieren. Ja. Der macht Stoffe, der macht Ziegel. Den beiden hier. Okay. So, mach mal schneller. Kleinen Lichtung. Die nehmen wir auch. Ach, es gibt auch so einen Neuankömmlinge. Nehmen wir die, dann haben wir auf jeden Fall schon wieder zu wenig Häuser. Okay, wenn das Ding dann hier dann gleich weg ist, dann müssen wir den Holzfäller dahin und dann bauen wir uns hier durch. Hier unten hat nichts mehr zu tun, ne? Wir brauchen aber unbedingt Holz. Das Erntelager muss ich verschieben, was es denn zu ernten gibt. Gehen wir dann einmal dahin. Und wir haben auch das geschafft. Ja, jetzt müssen wir noch die gefährliche Lichtung machen. Und kriegen zum ersten Mal eine Auswahl. Echsen, Biber, Menschen. Halten uns warm. Blöd ist, dass da nur zwei reinpassen.
dadurch. Da eingezogen. Gut. Die Boote ziehen jetzt 3, ja. Das macht das Ding hier unten interessant. Das sammeln entweder die Trapper oder Trapper. Okay, die Ressourcen sind auf jeden Fall endlich. Was aber auch nicht so dramatisch ist, weil wir haben eh nicht endlos Zeit. Also hier klappt es natürlich ganz gut, ist ganz simpel so. Als Prolog oder Tutorial. Und da hat man schon ein bisschen Zeit hier unten, das erstmal alles kennenzulernen. Aber ansonsten glaube ich, geht das hier halt auch relativ fix. So dass man nicht ewig lange Zeit lassen kann. Dementsprechend sind endlose Ressourcen eigentlich auch egal. Ist eh irgendwann Schluss auf der Map. Es geht ja darum, die spielende Stadt, glaube ich, auch auszubauen. Das macht man quasi zwischen den Missionen. Ja. Aber hier die Ortschaften baut man halt ständig neue. Okay, die brauchen hier noch ein Weilchen. Dann gucken wir mal, ob ich die auch einfach rüber schicken und das jetzt doch schon mal aufmachen. Nee. Erst was da oben gibt. Beschleunigen einfach mal. Und hoffen mal, dass wir mit Nahrung und so dann klarkommen. Der Steinmetz hat nichts mehr. Den verschieben wir dann mal. Und da gibt es 2 Vorkommen. Da oben gibt es 1 Vorkommen. Dann machen wir erstmal die 2. Auch gleich mal ein bisschen weiter. Weiterbauen. Dann geht es nicht weiter, das interessiert uns also nicht. Die könnten wir vielleicht nochmal, damit die sich auch schneller bewegen können. Es gibt schon wieder neuen Grundstein. Mal die Eier nehmen. In der Hoffnung, genau, dass sie ja eben auch als Nahrung gelten. Kann man noch irgendwo sehen, wie viel produziert und wie viele verwendet werden, also verbraucht werden? Nee, ne? Na gut, dann nicht.
Okay, die Dekorationen haben also auch noch einen Effekt. Dafür kosten sie aber eben auch Ressourcen. Erfülle deine Aufträge, ja. Neuankömmlinge warten. Nehmen wir mal die zwei Biber. Die Lichtung ist gleich offen. Ich bin mir noch nicht so sicher, was das bedeutet. Das ist die Stufe von Feuerstellen erhöht. Das ist eine Feuerstelle. Naja. Gut, wir haben gefunden. Alte Tafeln. Was sollen wir denn damit machen? Alte Tafeln liefern. Ah, langsam wird sie ungeduldig hier. Brauche ich ja sowas wie ein Lager und so, ne? Haben wir aber noch nicht. Die müssten die mit ihrem Holz von hier nicht so weit laufen. Was wir natürlich machen könnten, wäre, wir schieben die auch noch mit hin. Biber mehr, die da oben sich um die Lichtung kümmern. Okay, da hat sich doch was getan.
war nämlich vorher nicht da. Vielleicht ist das doch durch die Dekorationen passiert, dass man hier die Stufe 1 erreicht hat. Weiß ich nicht. Muss ich in folgenden Spielen mal prüfen. Scheinbar nicht die Aufträge, die ich hinschicken muss. Die Tafeln. Die dürften sich dann auch hier mit drin befinden. Oder es ist, weil es einfach noch nicht beendet ist. Keine Vorkommen in der Nähe. Das Erntelager. Das haben wir aber auf jeden Fall noch genug. Das war nämlich hier. Da ist auch noch was, aber dann nehmen wir das hier. Jetzt kriege ich ein bisschen mehr. Beschleunigen wir noch mal eben. Zum Weg hier. Schon wieder Neuankömmlinge, wenn wir denn möchten. Ich habe noch zwei Plätze frei. Dann nehme ich die einfach mal an. Jetzt wieder nichts Besonderes. So ging es einfach dadurch. Vielleicht wird es schneller gehen, wenn wir einfach hier durchgehen. Der Steinmetz hat wieder nichts. Der eine wird dann nachher nicht mehr mithelfen können.
denn? Wir verschieben ihn nochmal ein bisschen. Nicht dahin. So, und jetzt wird es gleich spannend. Mal ein Negativereignis. Der uralte Schrein. Stopp. In 37 Sekunden werden 3 zufällige Dorfbewohner getötet. Gespannt. Ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung gewesen, als wenn sie jetzt hier oben hätten langlaufen müssen, weil jetzt sind die Materialien zumindest schon mal da. Ja, wir sind trotzdem insgesamt natürlich zu langsam. Bei den Unterhelfern ist jemand gestorben, bei den Kräutersammlern ist jemand gestorben und ein Bauarbeiter. Siedlung abgeschlossen. Okay, die meisten Sachen davon haben wir gerade eben auch schon gehabt. Neu ist der Acker. Moment, geht's direkt weiter? Ja, das ist das, was ich gerade eben meinte. Haben alle ihre eigenen Bedürfnisse. Gut. Eine kleine Farm. Das ist ja alles blöd von der Platzierung her. Dann fangen wir da an.
Da sind zumindest alle drin. Rezeptfenster. Habe ich noch nicht, okay. Gut, wir bauen auf jeden Fall auch wieder einen Weg. Einmal um das Ganze drumherum. So, dann werden wir einen Acker brauchen. Starten wir mal. Hier sind die Menschen am besten, das wissen wir. Haben wir vor. Ist es Zufall, was da platziert wird, oder kann man das... Ich will nicht den Menschen haben, ich will Feld haben, Acker haben. Kann ich nicht auswählen, alles klar. Gut, der Auftrag ist erfüllt. Holzfällerlager und Unterkünfte. Oh, ich muss sie wieder von vorne wählen. Was ist das für ein Quatsch? Also das Holzfällerlager brauche ich auf jeden Fall hier oben. Weil... Okay, geht noch nicht. Aber da packen wir Biber rein. Mit zwei Unterkünften komme ich aber nicht weit. Ach, und ich brauche auch wieder zwei Holzfäller. Auswählen, ne? Genau. Jetzt steht, dass sie beides machen. Wähle einen Grundstein. So. Automatisch Fässer. Ne, wir nehmen tatsächlich die Produktionserhöhung. So, jetzt müssen wir Fleisch herstellen, okay. Was haben wir hier gefunden? Was bringt mir eine uralte Tafel? Ich weiß es nicht. Haben wir überhaupt Werkzeuge?
Ja. Da sollen gleich die da arbeiten, aber ich habe keine mehr. Warum habe ich keine mehr? Unten hier. Da oben. Sind sie da oben fertig? Jetzt müsste ich die wieder. Ne, immer noch nicht. Wir müssen die Sachen noch abholen, ne? Ja. So, jetzt aber. Und diesmal gibt's. Oh, Warum ist denn das so groß? Neue Ankömmlinge. Da nehmen wir jetzt mal die, weil uns ein Biber fehlt. Ist der Auftrag auch fertig? Okay. Brauchen wir noch eine Räucherei? Auch die drin arbeiten. Ja. So, die nehmen wir natürlich auf. Fertig, dann können wir hier noch einen reinmachen. Kann man das
das noch einstellen, dass beides geht, ja, ne? Ja. Okay. Hier haben wir wieder welche, die nehmen wir auch. Munde. Lassi. Aber wir müssen jetzt langsam mal ein paar Häuser bauen. Schieben wir mal weiter runter. Wären alle drin gewesen, aber scheinbar ja doch nicht. Neuankömmlinge. Brauchen wir euch. Jeder 25. Anbau, wie du meinst, erhöht. Eigentlich hier drin herstellen? Nein.
sein? Ja. Aber der andere Holzfäller, der hat doch schon gar nichts mehr zu tun. Kann der doch eigentlich hier rüber? Machen und da auch mal. Ja, Marbo. Eine Schenke. Diesmal können wir auch kleine Lagerhäuser bauen. Aber wir haben keine Stoffe, das heißt, wir bräuchten auch noch das Ding. Und dann müssen wir die Stoffe auch noch sammeln. Das sind Dienste. Gut. Dann machen wir mal eine größere Lichtung von. Und der andere ist hier oben zugange. Der braucht noch ein bisschen. Menschen. Dann nehmen wir die. Aha, so. Wow. Was haben wir denn hier gefunden? Kohle. Ja, wir nehmen wieder die Reputation. Luther! Luther! Guck mal, wir haben 0,13 automatische Reputation. Und dafür bekommen wir dann ja wieder was. Und dann nehmen wir jetzt wieder das Hexenhaus. Und
bauen beispielsweise hier eins hin. Trapperlager muss verlegt werden, das ist nicht so das Problem. Also, dass wir keinen Weg dahin haben. So, hier unten haben wir wieder Reputation gefunden. Gut. Aufträge bereit. Sollte nicht so das Thema sein, das haben wir nämlich schon, genau. Siedlung abgeschlossen. Sind wir schon fertig? Okay. Willkommen in der Welt von Against the Storm. Wir haben hier die schwelende Stadt. Das sollen wir also ausbauen. Okay, wir haben 20 Nahrungsvorräte in der Stadt. Das heißt, wir könnten... Das sollen wir auch. So, jetzt könnte ich entweder das machen. Okay, jetzt einiges. Oder das. Ich bleib hier bei der Ungeduld der Königin, das zu reduzieren. Das baut man hier vorne auf. Was sind Taten? Ja, quasi Errungenschaften. Spielverlauf war das hier. Na gut. Gehen wir mal aus der Stadt wieder raus.
Eine Verladereichweite. Ist das okay? Biber oder Echsen? Würde ich tatsächlich die Mischung hier nehmen. Ja, in dem Spiel ist es eigentlich so, man wird irgendwann scheitern, man muss irgendwann scheitern. Aber anders als bei anderen oder bei den meisten anderen Strategiespielen hat man hier halt auch eine gewisse Meta-Progression, wodurch man auch mit der Zeit stärker wird von Anfang an auch schon. So dass man es dann vielleicht immer weiter und weiter und weiter schafft. Für heute würde ich sagen, beenden wir erstmal. Aber hier wird es auf jeden Fall mehr zu geben. Ich möchte auf jeden Fall mal ein paar Missionen machen und die schwelende Stadt mal ein bisschen ausbauen und gucken, was es so für Geheimnisse quasi innerhalb des Sturms gibt. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich gerne wieder zusehen, beziehungsweise nachschauen ist es dann ja. Und weiß, es gibt bei diesem Spiel auch die Möglichkeit, Twitch zu integrieren, sodass einige Sachen, die da abgestimmt werden müssen, auch von den Twitch-Zuschauern quasi abgestimmt werden können. Muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht dann eben auch das Spiel live bei Twitch noch ein bisschen weiterspielen werde. Am Anfang vielleicht noch nicht. Ich werde noch ein bisschen hier weitermachen, aber wer weiß. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, wenn euch das Ganze insgesamt gefällt, auch die Videos gefallen, lasst gerne ein Like da. Das hilft auch mir ein wenig. Und ja, falls euch geschehen, auch gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.